Am 11. Dezember fand die traditionelle Mettenschicht in der Eisleber Bergmannskirche St. Annen statt. Dabei trafen sich die Mitwirkenden zuvor am Knappenbrunnen zum Fackelumzug mit Bergleuten in ihrer Tracht. Den musikalischen Part übernahm wie in den vergangenen Jahren der Fanfarenzug des BOSG Aufbau Eisleben, der den Aufmarsch anführte. Anschließend fand in der Bergmannskirche ein Gottesdienst statt. Hier begrüßte Pfarrer Christoph Helmich die Anwesenden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Mettenschicht hier in der Annenkirche. Neulich habe ich mich mal mit jemandem unterhalten und so die Frage gestellt, so nebenbei, wie lange macht man das eigentlich schon mit der Mettenschicht? Und die Antwort war, ach, schon ewig. Sie wissen, dass das nicht ganz stimmt. Aber auf der anderen Seite zeigt das, dass es gut war, diesen alten Brauch hier in der Annenkirche, die ja von Anfang an immer eine Kirche der Bergleute war, dass wir den wieder aufgenommen haben. Und inzwischen, denke ich, ist uns allen unsere Mettenschicht lieb und teuer und vertraut geworden. Und doch sind wir hierher gekommen, als Menschen unserer Zeit. Jeder mit seinem ganz eigenen Päckchen auf den Schultern, mit allem, was uns freut in dieser Adventszeit und mit allem, was uns schwerfällt und uns belastet. Mit unseren Hoffnungen, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln sind wir hierher gekommen aus der Hektik unseres Alltags. Und ich hoffe, ein bisschen mit Erwartung auf das Kommende, auch mit der Vorfreude auf das Zusammensein in den Familien zu Weihnachten, auf das Schenken, das Beschenktwerden. Wir sind auch gekommen, alle miteinander, mit unseren Erinnerungen an die Kindheit, an die alten Weihnachtsbräuche, aber auch an die schwere Arbeit unter Tage. Nach dem Gottesdienst wurde noch zu einem Bergschmaus im Rinkertsaal geladen.